erzähl mir von Ding. Hallo, ich bin Jerome Boateng. Liebe Grüße an meine chinesischen Fans. Ich werde mir heute Zeit nehmen und eure Fragen beantworten. Los geht's. Im Zoo, ja, und in Filmen, aber noch nicht live, also in der Natur, leider noch nicht. Dumplings, finde ich super lecker. Und sonst so Gerichte mit Reis und verschiedenen Soßen. 我叫 Sam， 来自广州，请跟我用粤语读你的名字。谢乐美，保定。谢乐美，保定。谢乐美，保定。 Super Erlebnis, super Aussicht gehabt und es war echt schön, ein tolles Erlebnis gehabt. Servus, ich bin Zhang Tianfeng，我是一名来自北京的拜仁球迷。 2012年，博阿滕随拜仁来到了北京，当时与北京国安有一场友谊赛。当时在比赛中，博阿滕为罗本送上了一次助攻。请问博阿滕，你对当时那场比赛的这个助攻还有什么印象吗？另外，请问你对北京还有什么印象吗？谢谢。Cheers。 Es war sehr eindrucksvoll, natürlich überhaupt in China. Die Städte sind sehr viele Menschen, sehr viel los, sehr viel Aktivität, bunt, viele Touristen auch. Und mir gefällt es, weil ich selber aus einer Großstadt komme wie Berlin. Und deswegen fand ich das sehr beeindruckend. Ja, ich würde es auch gerne mal privat bereisen und nicht mit dem Team. Ist ja immer so kurz, da kriegt man nicht alles mit. Und kann ich mir auf jeden Fall mal vorstellen, wenn ich frei habe, dass ich das mache. Also zu meinen Leistungen glaube ich, dass ich mich in der Saison gesteigert habe. Gerade nach der Winterpause bin ich zufrieden. Es geht immer besser natürlich, aber mit der Entwicklung und wie wir als Mannschaft spielen, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und für die Champions League, klar, das ist ein großer Wettbewerb. Da kommt es ein bisschen auf Tagesformat an. Aber wir wollen da auch so weit wie möglich kommen. Wir haben eine gute Qualität. Ich kann nur sagen, von den Erfahrungen und Erzählungen her, dass Paulaner sehr gut ist. Und das haben wir auch öfter bei den Meisterfeiern beim FC Bayern. Und die Jungs da trinken das sehr gerne. Vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr mehrere Fragen noch habt, schickt sie gerne durch und ich versuche sie zu beantworten. Bis dann, euer Jerome.